So, hallöchen, guten Abend. Ich wollte heute mal einen kurzen Livestream machen, beziehungsweise ein kurzes Video auch für YouTube. Und darum geht es eigentlich, was ich dann heute zu meinen Testern gegeben habe, nämlich die Haltestellenüberdachung, die ich jetzt gebaut habe und dementsprechend losmachen würde. Oh, da geht die Sirene los. Okay, so, dann schalten wir mal kurz um in den Baumodus. Nein, ich will jetzt nicht machen. So, das Set, was ich da zu den Testern gegeben habe, beinhaltet viele schöne Sachen. Unter anderem auch Gleisobjekte. Das heißt, wir fangen jetzt hier einfach mal an. Ich habe hier meinen leeren Feld. Dann setze ich einmal das Gleisobjekt Nummer 1 hier hin als Überdachung. Richte es schön aus. So, dass es dann auch parallel ist. Das können wir auch gucken, ob ich es hier geschafft habe. Zehntel Grad Abweichung. So, Licht will ich nicht haben, deswegen machen wir das kurz wieder aus. So, in dem Fall möchte ich dann das ganze Ding so gut wie vorne haben. Dann ziehen wir das Ganze auch raus, weil der Bahnsteig ist ja auch größer. So, nicht, dass der mehr schwebt. So, gut, dann einmal das Ganze kopieren. So, damit wir gucken, dass es auch funktioniert. Zack. So, das Ganze hätte ich dann nochmal. Zack. Jawohl. So. Wie viel Platz haben wir noch? Auch der Bahnsteig ist lang. Der Bahnsteig ist lang. So, dann nehmen wir uns jetzt einmal die Mitte. So, dann Gott sei Dank nur einmal anpacken, editieren, ansetzen, fertig. So. Jetzt bin ich, glaube ich, gerade in dem Hochhaus gelandet von Daniel. Ah, egal. So, dann einmal das rechte Set anschließen. Das Ganze nochmal kopieren. Dürfte noch einmal hinpassen, oder? Na, ein paar Zentimeter vertan. Naja, ist ja kein Problem. Ich habe ja hier vorne noch ein paar Zentimeter über. So, dann schieben wir das Ganze mal bis dahin. Na, wo bist du jetzt hingesprungen? Da, wo er nicht hin sollte, war ja klar. So. Dann schnapp da mal wieder dran, du schnappst da dran, du schnappst da dran, du schnappst da dran, dann schnappst du da dran und schon passt es. So, einen schönen langen Bahnsteig, der überdacht ist. So, damit wir die andere Geschichte, andere Seite, das gleiche Spielchen haben, fangen wir jetzt mit rechts an. Drehen das Ganze auf plus 90. So. Das gleiche Spielchen, neues Glück. So, Höhe 0,34. So, dann machen wir doch das gleiche auch auf 0,34. Dann haben wir das schon mal fertig. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir den ebenso nah da hinten dran gestellt kriegen. Ja.
müsste eigentlich so hinhauen. Ja. So, das Ganze haben wir jetzt dreimal gemacht. Das heißt, einmal, zweimal. Nein, nicht da andocken, da andocken, bitte. So, dann hätte ich gerne das Mittelstück auch verschieben. Geht's am einfachsten, das dockt dann da an. So, dann nehmen wir uns die linke Seite. Einmal da andocken. Nein, ich will noch nicht speichern, dankeschön. So, den einfach da andocken. Und so schnell kriegt man eine Bahnsteigüberdachung. Finde ich gut. So, und dann verschieben wir das Ganze und dekorieren es noch ein bisschen mehr aus. So. Die Karte muss da weg. Die kann dann vorne hin. Auch die kann ruhig auf der Balustrade stehen bleiben. Das passt auch sogar. So, die Werbung. Die können wir mal weiter nach hinten verschieben. Na, ungefähr dahin. So, für die Werbung habe ich auch noch genügend Platz. Das passt dann auch mit der Balustrade schön. Oh, ist doch hervorragend. Das ist doch klasse. So, dann können wir nämlich da nämlich auch noch was hinbauen und da auch noch eine Werbung hinsetzen. Oh, passt doch prima dazwischen. Ach, ist doch klasse, wie gemacht. So, machen wir erstmal Lichter wieder aus. Verbrauch gebrauchen. Wo haben wir ihn? So. So. Komm, die sperre ich jetzt einfach mal. Die sperre ich auch mal. Komme ich nämlich besser da dran. So, Information. So. Auch gesperrt werden, kein Problem. So, dann kommt der hier hin. Schön in der Mitte ziehen. So. So, was jetzt fehlt, ja, da würde ich mal sagen, dass ich dann auch die neuen Fahrkartenautomat nehme. Fahrkartenautomat von mir. Einmal den da hinstellen, dann einmal den da hinstellen. Den Fahrkartenentwerter von mir nehme ich dann auch mal dazu. Den packe ich schon mal dahin. Was dann auch neu in dem Set ist, sind dann die SB-Automaten, die ich gebaut habe. Da können wir auch mal zwei Stück da drauf stellen. Wo sind sie? SB-Automat einzeln, einmal den und einmal den doppelten,
Da haben wir den Doppelten. So. Auch gesperrt werden, habe ich gerade gesehen. So. Noch eine Mülltonne daneben. Passt das. Dann können wir den mal verschieben. Oh, was guckt denn da raus? Nein, ich will noch nicht speichern, gleich erst. Aber da guckt eine Fahrkarteninformation raus. Die können wir mal da hinschieben. Dann nehmen wir uns den SB-Automat. Der passt nämlich da schön in der Ecke rein. So. Doch die Lücke wie gemacht dafür. So, damit das Ganze dann auch doppelt gemoppelt hält, stelle ich den schon mal hier vorne hin für die andere Seite. So, den Fahrkartenautomat in der beleuchteten Ausführung kommt mal auf die andere Seite. So. Den Kartenknipser stellen wir mal direkt daneben. Ja, du willst auch gesperrt werden. So. So. Das Ganze machen wir dann auf der anderen Seite. Dann passt das schön. So. Dann gehen wir nochmal hier unten hin. Jemand auch noch gesperrt werden. So, einmal umdrehen. Nein, die darf ich jetzt auch sperren. Dankeschön. So, und der nächste Kaffeeautomat ist der in der Ecke verschwunden. Passt schön rein. Ja, super. So. So, den und den hätte ich gerne mal kopiert. Am anderen Ende aufstellen. Die sperre ich jetzt auch. So, Block verschieben. Einmal dahin. So, wieder umdrehen. Umdrehen, eine Bahn schalte ich so lang. So, einmal den und einmal den. Na, will nicht. Warum will er nicht?
So, jetzt will er. Wenn ich im anderen Haus stecke, ist natürlich klar, dass er nicht will. So. Na? Wo sind sie? Kuckuck. Muss ich mir noch mal holen? So. Nein, ich will dich noch nicht speichern. So, Objekt sperren. So, einmal dahin. So, ein paar Bänke noch da rein und das war's dann auch schon. So schnell geht es. So, man könnte jetzt eigentlich noch wie in dem anderen, aber da fliege ich mal ganz kurz rüber, weil das möchte ich eigentlich gerne hier so stehen lassen. Ja, kann man so stehen lassen, sieht gut aus. Weil es gibt ja in dem Set noch die Überdachung. Da muss ich einmal ganz kurz hier rüber fliegen. Das ist ja nicht so weit weg. Ja, blaue Fragezeichen, ich weiß. Weil das Set gibt es nämlich dann auch mit Überdachung. Das sieht dann so aus. Verkürzt nur mit einer Seite. Da hinten habe ich ja drei gemacht. Aber jetzt hier mit der Abdeckung für die Straßenbahn. Finde ich ganz gut gelungen. Gut. Hallo EP Albo, wie geht's? So, ja, das war eigentlich der kurze Livestream von mir mit dem Vorstellung und Aufbau meiner neuen Bahnsteigüberdachung für die Straßenbahn. Gibt es als Set Immobilie und Gleisobjekte inklusive Zubehör, das heißt Fahrkartenautomat in zwei verschiedenen Ausführungen, den beiden SB-Automaten mit dabei, den Fahrkartenentwerter dazu. Ich denke, damit kann man schon was sagen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß. Das kommt wahrscheinlich dann in 14 Tagen in den Shop rein. Viel Spaß damit und wünsche noch einen schönen Abend und tschüss.